So, da sind wir wieder zur Zockerzone, spielt Dead Space 3, der gute alte Stones am Controller. Und er muss es jetzt richten. Wieso? Du hast es eigentlich ganz gut geschlagen. Alter Schwede, also in mir sitzt auch immer noch, siehst du mein Zittern in der Hand? Ich kann die Kippe kaum gerade halten. Posttraumatisches Dead Space Syndrom. Bank. Was? Oh nein, schnell wechsel die Waffe. Ach, die Pump Action. Na, das reicht nicht. Die wollten jetzt. Okay, aber so sieht man das hier fast auch mal wieder. Ist da was hinter dir, oder? Ja. Will ich jetzt nicht unnötig nervös machen. Ich bin nicht nervös! Aber schau mal, ich habe die kleinen Dinger aufgehalten, bevor sie den... Also hat was geholfen. Weil die hat man jetzt in der kleinen Kasse gesehen, die kleinen Dinger transformieren die Leichen. Und da ist natürlich diese Pulswumme da ziemlich fett. Einzige daran... Obwohl sie... An sich ist das ja auch schon cool, die Gegner einfach immer mal wegzuschleudern. Also an sich mag ich das, ja. Ich habe das Textdingen verpasst, das ist jetzt aber bitte... Oh! Dammit! Scheiße. So, ich werde jetzt die ganze Folge mit der Bank verbringen. Das ist doch ein geiler Plan. Occupy Aha. Dead Space. Aha. Ja, Blödsinn, Blödsinn. So. Ja, packen wir doch mal was anderes statt diesem Militärantrieb da rein. Ja, ja, Telemetriebolzen. Schau mal, da siehst du auch, wie sie es verändert. Doppelter Schaden. Dafür halt weniger Schuss im Magazin und eine geringere Schussfrequenz. Kann ich mit leben. Da muss dann jeder Schuss auch sitzen dann. So wollen wir das ja. Das soll sich ja wie die Red 9 anfühlen. Okay, ja, ganz so schnell schießt sie trotzdem nicht. Aber eher wie eine Butterfly. Mm. Haben wir hier irgendwas? Erweiterung? Schau mal, wir könnten einen Munitionssammler bauen, ein Zielfernrohr, aber das ist alles nicht so. Ein Zielfernrohr? Kann man einen Sniper oder? Ja, du siehst auch, siehst ein kleines Red Dot da oben. Drauf, ne? So ein, wie so ein, auf so einem, auf so einer ja, COD-Waffe. COD, ne? Ne? Genau. Aber das Einzige, was passiert, ja, ist, dass es ein größerer Zoom ist. Ja, okay. Also, es zoomt ein bisschen mehr. Weiter rein, okay. Also, ich hatte auch gehofft, dass, fast echt so eine Zieloptik oder so. Das wäre aber auch dann ein bisschen zu sehr des First-Person-Shooters gewesen. Ja, und die Frage ist halt auch, wie praktisch es ist, weil die meisten Gegner tauchen einem ja mehr oder weniger eh in der Fresse auf. Ja, also, ich weiß es nicht, was ein Sniper bei Dead Space zu suchen hat. Ist nee, so, dass das man hier passt irgendwie natürlich nicht. Man auf hat dem ja, Berg steht genau, und Gegner cleart. Die Gegner sieht man ja immer erst dann, wenn sie einen wirklich angreifen. Man hat ja nie einen Raum, wo man mal reinkommt und ein bisschen sneaky sich verhalten kann und dann vielleicht ein paar wegpickt. Was haben wir da? Nein, schon wieder die kleinen Viecher. Oh, yeah. Headshot waren es, glaube ich, auch. Das waren Headshots. Da hast du die zwei teuren Schüsse genommen. Ja, die sind billiger als der eine dicke. Echt? Obwohl da nur 6 Schuss reingehen? Nee, da gehen 20 Schuss rein. Echt? Das war die Pistole. Ah, okay. Also das... Oh nein, der Heinz! Weißt du noch? Was macht der denn noch besonders? Also ich kann mich an ihn erinnern, aber was konnte... Da kam was raus, ne? Aus seinem Bauch. Wenn man seinen Bauch trifft, genau. Dann Babys und was da nicht alles rauskommen konnte. Und das war gerade richtig lucky, weil ich wollte eigentlich die Waffe drehen, wie man es von Dead Space kennt, und hab geschossen. Ja. Wenn er tot ist, kann man nochmal draufstapfen. Ich bin kein Fan. Ich bin kein Fan. Aber zumindest sprinten sie scheinbar erstmal nicht so schnell, aber das ändert sich ja immer, wenn sie näher rankommen. Gut, der ist ja richtig lahm. Ja gut, der hat auch keine Beine mehr. Trotzdem, die anderen stört das ja alle auch nicht, wenn die... Was? Was hast du gesehen? Ich dachte, ich habe was gehört. Okay. Du hast es nicht gehört, ne? Ich habe es nicht gehört. Weil wir haben ja Stereo-Sound. Hoffe, ihr hört links, ich höre rechts. Und das ist so geil. Wir teilen uns unsere Schockmomente. Okay, hier haben wir Stase. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn du eine Stase-Station hast. Willst du ein kleines Medikit nehmen, falls du noch ein kleines haben? Kannst auch ein mittleres nehmen, Nein! Wenn du Bock hast. Ich nehme geil! Da ist ein kleines drinne. Nee, Stase. Noch mehr Stase. Ich nehm's im Kampf, wenn wir's brauchen. Nachladen und Schaden. Okay. Komisch. Also ich hatte bei meinem einen Playthrough eigentlich das Gefühl, dass ich häufiger mal Sachen gefunden habe, die beim Plus 1, Minus... Achso, so Trades mäßig, oder? Was ist hier los? Ach, das ist die Telemetriewaffe. Ui. War eine schöne Rolle. Ja, ich also habe erstmal ein Medikit genommen aus Versehen. Das habe ich auch gesehen, aber es ist ja eh die Medikit-Freigabe. Ich habe nur ein Medikit genommen, weil ich habe doppelt gedrückt.
Ja, weil ich die Rolle machen wollte. Also, wie macht ihr mal die Rolle noch? Zweimal rennen. Jetzt, ach ja. Ich habe zweimal getreten erstmal. Okay. Oh, sind das hier wieder Schränke, an denen wir nochmal vorbeikommen, die dann offen sind? Ja, das gab's ja in einem anderen Teil ab und zu mal, ne? Ich glaube, ich habe es ab und zu mal erlebt, tatsächlich, doch. Auf welchem Schiff sind wir jetzt eigentlich? Sind wir immer noch in der... Nee. Ist das die Zeitquest oder ist das jetzt hier die... Nee, wir sind im Hauptschiff. Registriert. Bitte melden Sie sich bei Cargo Operations, um das Hindernis zu beseitigen. Ja, ich habe jetzt keine Nummer von Cargo Operations. Kann ich anrufen, Depp. Was blockiert das Warnsystem? Cargo Ops sollte in der Nähe sein. Man kann die Schienen von dort aus sehen. Danke, Buckle. Ich sehe mir das mal an. To Buckle. So. Was ist das eigentlich für eine Isolierung? Ja, also Asbest. Steine? Das ist in der Zukunft wieder erlaubt? Die Zukunft ist auch voller Leitern, ne? Ja, in der Zukunft, da sind so viele Sachen krebserregend, da ist Asbest lächerlich dagegen. Okay. Da war ein kleines Fucker-Monster. Das ist ja hier echt das Level der kleinen Scheißer, ne? Okay. Den haben wir auch wieder im Boot. Ich habe noch nicht mal direkt rausgesehen, wer es war. Ach, Mr. der Guardian oder so. Oder? Ich glaube, der Wächter hieß er, ja. Der spawnt jetzt diese kleinen Viecher hier, oder was? Oh oh. Werf eine Granate. Würde ich machen, ey. Würde ich glatt machen. Ich dachte, der kommt da jetzt gerade ganz auf den Zug. Richtig aggro. Was ist denn jetzt los, ey? Alter, mal Beine stillhalten. Gut, jetzt sind sie ab. Dann sind sie richtig still, meistens. Aber... Ja, war auch wieder das alte Spielchen, auch wieder nur die Tentakel abnehmen und dann hätte ich... Genau, ne? Aber er schon mal hat keine Kartoffeln geworfen. Stimmt. Der alte Guardian hat ja immer so Kartoffeln geschmissen, Space-Kartoffeln. Macht er das jetzt gar nicht mehr oder hat jetzt nur der das nicht gemacht? Ich will nicht zu sehr spoilern, aber ich glaube, es ist das einzige Mal, dass er kommt. Was? Ja! Der Guardian hat nur einen kurzen Auftritt. Vielleicht kommt er aber, also er spielt nicht die Rolle wie im zweiten Teil, wo er vielleicht 20 Mal gekommen ist, gefühlt, oder 15 Mal. Ja, der war auf jeden Fall schon häufiger vertreten. Ja, aber ein Stammgast ist übertrieben, aber ein regelmäßiger Gast. Ja. Und ich fand ihn eigentlich auch immer okay. Also. Ah, ich glaube, ich darf das coole... das coole Rätselchen spielen, das finde ich echt nice. Hören wir uns erstmal an, was hier die Crew zu sagen hat. Hey, Commander, bist du da? Wenn es um die Cryo-Kisten geht, dann vergiss es. Cryo-Kisten? Das sind Särge, Deeds. Die frieren unten auf dem Planeten Soldaten ein und lagern sie in unserem Frachtraum. Was soll das? Du weißt, ich darf nicht drüber reden. Valerie, du schuldest mir was. Schon vergessen? Hey, ich weiß auch nicht viel mehr als du. Diese Ausgrabungsteams schicken sie in dieses gottverlassene Loch und... Naja, wenn sie zurückkommen, dann stimmt da was nicht. Verstau sie einfach irgendwie, okay? Mahat sitzt mir übel im Nacken. Okay. Aber das wird nicht gut enden. Denk an meine Worte. Wer sitzt ihr im Nacken? Ich habe jetzt nicht mitgelesen. Mahat. Mahat? Ich weiß nicht, wer Mahat ist, aber Mahat sitzt ihr im Nacken. Ich sehe das Problem jetzt. Magandhi? Ich habe einen Haufen Frachtstücke auf den Schienen vergessen. Kannst du sie wegräumen? Sollte ich schaffen. Ich komme so oder so zu diesem Shuttle in der 8. Sektion. Warum leuchtest du auch das in einer Reflexion? Wer ist Mahat? Mahat? Das ist ganz witzig hier. Jetzt müssen wir hier nämlich diesen Kram hier wegmachen, damit wir an diese Shuttle kommen. Mit dem wir dann hier auf diesem Riesenschiff im Grunde von einer Sektion in die andere fahren können. Ah, okay. Und das ist eigentlich ganz witzig. Bis es nicht mehr witzig ist. Ja, was sollst du da jetzt machen? Wir müssen die zusammen... Ach so, puzzeln. Ich verstehe. War das Tetris? Nee, das war nicht Tetris. Ich bin mir sicher, dass es... Oh je. Fail-Zone ist am Start. Muss man das mehrmals machen? Ja, ja, die ganzen Plätze da hinten, siehst du sie? So, hilf mir mit. Das könnte passen. Das könnte passen. Besser! Nächstes Puzzle, das war viel zu leicht. Ach ja, da die Öffnung ist es rechts auf jeden Ebene. Ah, ja. Also das hat im Grunde Hoffi gelöst, das Rätsel. Ja, gerade. Ja. Wow! Schneller kann man es nicht lösen, glaube ich.
Ja, wenn sie die Mechanik schon eingebaut haben, dann müssen sie die auch gleich ein paar Mal hintereinander benutzen, damit sie da so lohnt. Ja, es der Programmieraufwand, der muss sich erstmal wieder bezahlt machen. Was haben wir denn da für einen Platz rechts? Schau mal, da ist ein... Das ist was drin. Kennst du den noch? Ist das? Es ist Mr. Regeneriert ist das Mutantenfred? Alles. Mutantenfred, ja. Wieso zeigen sie einem hier ganz trocken Mutantenfred da in der Kammer? Kommt er gleich? Nee, das ist zum Glück das einzige Mal, dass wir ihn sehen. Das konntest du deiner Mutter erzählen. Bitte Vorsicht walten lassen. Was redest du über meine Mutter? Ich red nicht mit meiner Mutter. Das kannst du dir abschminken. Was? Wo? Wo? Da oben. Das Mutantenfred, der von hinten kommt. Und langsam rausgeklettert. Der hat aber schnell wieder gerotzt. So, du machst erstmal gute Nacht. Okay. Juhu. Also jetzt langsam verliebt sich der Stones in die Rolle. Was? Wo? Noch einer. Oh oh. Oh oh. Nein, was ist denn hier los? Er hat mich geslowt. Ach ja, das passierte ja, wenn man getroffen wurde. Obwohl ich das immer noch nicht ganz verstanden habe, warum man langsamer wird. Nein! Ich habe ein Medikit genommen. Kein Problem. Schau mal, dieses Telemetrie-Dingen macht ein bisschen Schaden. Mhm. In den richtigen Händen. Also, kennst du da jemanden, oder? Nee. Ja. Nice turnaround. Du Arsch. La, 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 Kalinka. Ich glaube, wir sind richtig. War das hier gerade der russische Nationalhit hier? Ah! Ah, Headshot. Lebt er noch? Der wackelt da rum jetzt, halt die Fresse, Mann. Oh, nicht wo mal. Ist er hin? Ja, gut, für einen Schuss will ich auch keinen. Dann verstehe ich das nicht. Okay. Dass wir kein Item kriegen. Ja, ich habe mal den Stellenknopf gedrückt. Ja, das ist super. Ich denke, wir wollten noch in die 3 fahren. Das ist ein anderer Lift gewesen. Nein. Irgendwie geht's aber genauso lange wie hochfahren fast. Ja, man muss ja trotzdem laden. Das ist das Ding. Das ist nämlich das Ding. Wir sind auf der Terra Nova übrigens. Erinnere ich mich gerade dran. Tucker Edwards, könntest du zu Cargo Ops kommen? Ich bräuchte bei den angelieferten Cryokisten mal deine Hilfe. Hey, Tuck, bist du da? Oh, leck mich, Sam. Mein Job war es, eure Erche hierher zu fliegen, nicht sie abzuwischen, sobald wir da sind. Du weißt aber schon, dass du ein fauler Sack bist, Tucker. Ich entstamme einer langen Linie von faulen Säcken, Sam. Lass dir von Sikowski bei deiner Monsterfarm helfen. Der kleine Arschkrieger wird alles tun, um den Commander zu beeindrucken. Diese Mission ist ein Gruppending, Tucker. Und irgendwann wirst auch du mal was fürs Team machen müssen. Irgendwann, Sam. Aber nicht heute. Ich glaube, der redet vom Blowjob. Ja, das war auch mein erster Gedanke. Mhm. Bei Sam und Tucker. Aber jede Gruppe muss immer so einen Außenseiter haben, ne? Immer so einen Niesepeter. Ist das? Ja, aber warum eigentlich? Damit sich alle anderen besser fühlen? Hey, denken Sie an Ihr Kinesemodul, wenn Ihnen die Munition ausgeht. Ach, hier, ich habe diese Aufzeichnung gefunden, als ich auf der Titan Station festsaß. Dead Space 2. Weißt du es noch? Okay. Wer das hier sieht, sollte aufpassen. Man kann mit Chinese-Klingen aus Leichen herausziehen und sie zurückschleudern. Sehen Sie. Ich habe diesen Trick schon 3 Stunden überlebt. Gesehen? Einfach zurückschießen. Das war das, was du vor vielen, vielen Folgen erwähnt hast, dass im Grunde das ja erst sehr spät in dem Sinne tutorialmäßig mal gezeigt wird. Richtig. Also wir machen das ja schon von Anfang an ab und zu mal, dass wir die Gliedmaßen nehmen. Um Munition zu sparen. Wobei man echt mal sagen muss, jetzt gerade so jetzt in den letzten Part hier, irgendwie wenig Gegner aufgetaucht, wo man irgendwie überhaupt die coolen Arme hätte, ne? Also jetzt so gerade bei den Säure-Typen, da ist ja nix und... Deswegen hasse ich die auch so sehr, ja. Also da... Ja, du hast recht. Also da ich muss auch gerade dran denken. Und dann auch diese Viecher, die direkt mit diesen 3 Tentakeln, sag ich mal, die großen Welpen, nenne ich sie jetzt mal. Ich weiß nicht, ob man da vielleicht eine nehmen kann.
Ob man von denen die Arme nehmen kann. Tentakelpeitschen? Aber ich bin auch eher der Meinung, dass es nicht geht. Ich weiß nicht, warum ich das noch nicht ein für alle Mal geklärt habe für mich selbst. Das werden wir aber noch herausfinden. Aber ich bin irgendwie erstmal instinktiv davon ausgegangen, dass es halt nicht geht, weil es ähnlich wie bei den Welpen aussieht. Ich hasse es. Ich will jetzt das diesen Arm nutzen, aber ich... Boah, ach, okay. Oh, die Rolle ist noch in all der Geschwindigkeit zu haben. Das ist echt der große Vorteil. Also wenn man gesäuert ist, Rolle geht immer noch genauso schnell wie sonst. Nein, im Frachtraum, da könnten doch die Container vom Mutantenfred stehen. Hör auf, Mutantenfred gibt's nicht. Ich bin auch nicht sonderlich scharf auf ihn, muss ich sagen. Ach, hier waren wir doch schon. Das war die Tür, wo ja, die orange, ominöse Tür. Ja, ja. Unser Bot könnte mittlerweile mal nach Hause gekommen sein. Ach, ich hätte vorher mal zur Bank gehen sollen, nicht super Clown. Ist denn eigentlich, wenn man den Bot jetzt, sag ich mal, wir haben ihn ja in der letzten Folge an der Stelle hier ausgesetzt. Wenn ich hab... Mutanten! Und ich sag's noch! Penis! Ich sag's noch! Du sagst es noch! Ich sag's noch! Es ist Mutantenfred! Und das ist deine Schuld. Die hat da keine Arme mehr. Die sind abgerissen beim Rausklettern. Das Vieh regeneriert sich! Ja, wissen wir! Wie willst du es dann umlegen? Nein! Nein! Ja! Schöne Rolle. Da war noch und ein schön gelootet. Er kann dir scheinbar nichts tun, während du an der Treppe bist. An der Leiter. Jetzt sag ich Treppe! Das ist ja alles voll mit Items. Hast du die alle liegen lassen mal wieder, ne? Mhm. Auf die Tür! Zu die Tür! Dankeschön. Ah, ich glaube, hier drunter was. Ich gehe zur Bank. Ich bin bei der Bank. Voll die dramatische Mucke im Hintergrund. Bank! Bank! Nachladen und Schaden. Und der Sucherbot ist zurückgekommen. Yay! Yeah. Wir haben ein bisschen Wolfram gefunden. Oh, wie viel Wolfram denn? Wir haben schon 66 Wolfram insgesamt. Alter Schwede. Mm. Das sind über 50 Euro. Und wir haben eine Kiste bekommen. Jetzt haben wir schon 78 Wolfram. Ach ja, deine alte Wolfram-Euro-Kursberechnung, die repräsentativ ist. Waffen herstellen? Ja, ich habe gehört, in letzter Zeit ist halt der Wolfram-Kurs auch extrem nach oben gegangen. Das ist sehr begehrt, deswegen sind die Preise da auch ein bisschen gestiegen. Clown-Nase, wir könnten einen kompakten Elite-Rahmen bauen. Das ist ein kleiner Rahmen. Oh, der hat aber vier Dinger und oben. Dann hätten wir nämlich vier Platinen. Wollen wir den basteln oder was? Ich bin begeistert, ja. Aber dann haben wir nicht mehr genug Geld für einen Torque. Aber... Ich glaube, wir sollten bald wieder. Aber gerade weil wir ja auch so viele Chips mittlerweile haben. Ja, bist du dafür? Ich bin voll für. Kompakter Elite-Rahmen. Nur herstellen. Können wir das? Nachteil hier? War jetzt bei dem Kleinen, ne, dass wir da nicht alles drauf pflanzen konnten, ne? Oder wie war das? Du kannst ja alles drauf pflanzen, die haben nur einen anderen Effekt dann. Okay. Aber wir können ja erstmal nur das Setup behalten, das wir bisher hatten. Ja. Haben wir mal eine neue Ach, schau mal, wir haben hier eine neue Spitze. Dadurch wird der Plasma-Cutter schneller, macht weniger Schaden. Ey, die Mucke im Hintergrund, während du hier am Pimpen bist, ey. Heftig, ja, aber das andere will ich gar nicht haben beim Pimpen. Da kommt die Dramatik richtig rüber, dass jede Entscheidung hier echt fatal daneben gehen kann. Bau! Nimmt der Schaden? Schaden und Clip? Feuerrate? Feuerrate ist doch erstmal nicht schlecht, oder? Und auf jeden Fall alles voller Schaden, oder? Ja! Hau das Ding weg! Gehen wir den. Machen wir wieder volle Plasma-Cutter-Action oder was? Nichts für den Kleinen oder wie? Nee, wir bleiben erstmal klassisch. Was kriegt der? Der kriegt vielleicht Nachladen. Genau, Feuer. Irgendwas muss er rein. Wollen wir nicht aus der anderen Wurme die Chips noch rausreißen oder alle hier reintackern? Ja, die ist aber. Also die ist ja für Abwechslung. Ist die gar nicht so verkehrt? Ja, aber der Abwechslung geht auch ohne Chips. Ja, aber dann ist der hat ja auch, hat ja auch nicht mehr viel. Ich meine, die kleine Pistole hier, schau mal, wir haben jetzt hier, der hat eine hohe Feuerrate. Vielleicht können wir ja noch Clip geben. Aber wir haben nichts mehr, okay. Schlachte die Alte aus. Das kannst du machen, wenn du dran bist. Aber du weißt, wenn du weißt, wie es geht. Aber ich glaube, soll ich jetzt hier noch diese Action-Sequenz zum Ende bringen und dann war es das oder was? Wiederum hat er. Ja, ich weiß das nicht, wie du Bock hast. Du ja, aber jetzt hier mitten im Kampf aufhören ist ja auch. Ich hatte jetzt gedacht, bei der netten Musik, die im Hintergrund läuft, wär's das. Wir kommen da jetzt schnell hin. Okay. Ah, das ist Dead Space Hitbox. Ja, wie gleich. Soll man denn jetzt hier an ihm vorbeikommen? Der ist doch bestimmt wieder drei Uhrs gegen gerade okay, noch. Tatsächlich okay. Besser als erwartet. Aber ich sah da jetzt auch gerade schwarz. Und jetzt geht's ab!
Der hat sich aber schnell ergeben. Ja, neue Action halt, ne? Oh. Unser kompakter Elite-Rahmen geht ab. Super Fred! So, haben wir hier irgendwas, womit wir ihn endgültig oder zumindest erstmal länger als 3 Sekunden ausschalten können? Was? Wie? Alter, ist der schnell! Drauf! Nehmen! Und weiter! Wo ist er? Mäßiger Erfolg. Wir müssen jetzt warten, bis das Ding kommt. Der Warndienst. Oh, die sind. Also die sind unfair schnell geworden. Die. Wie heißen die denn überhaupt? Der Zug wird in Kürze. Oh oh. Zwei! Okay. Nee! Was ist schlimmer als ein Mutanten? War schon Fred? Richtig. Zwei Mutanten, Fred. Ich dachte, ich hätte mehr Health. Ich dachte, ich wäre noch im gelben Bereich. Ja, zwei Mutanten. Das ist schon stressig, ja. Und dann vor allen Dingen halt dann diese kleinen Viecher auf Speeder. Ich dachte eigentlich, es läuft ganz gut. Aber. Warum habe ich denn hier die Kackknarre? Weil du ja so verliebt bist in die Knarre. Hast bloß die Chips rausgenommen. Schnell den Knopf drücken. So, und jetzt ist es halt wirklich nur einfach überstehen, bis irgendwann da was kommt, oder was? Hast du den Zug gerufen oder was? Ja, genau. Richtig, wir müssen warten, wie du sagtest. Wir müssen warten, bis der Zug kommt. Schön. Schön, schön. Looten ist das Wichtigste. Und wo ist der nächste Gegner? Hier, Ischner! Links von dir hast du keinen Schacht, wo wir dich irgendwie anarschen können, ne? Schau mal, der. Was soll das? Starte nochmal nehmen. Hörst du die Empörung? Da unten. Das war. Hat er mir gut den Weg versperrt. Der Zug wird erlebt noch ein Treffen. Bitte haben Sie Geduld. Alter! Ist er unsterblich? Oi! Oh, da kam der Zweite. Da kam er. Hab ich ja noch nie gesehen. Alter. Ah. Wobei ich echt mal sagen muss. Nach langer Zeit endlich mal eine Sterbesequenz. Irgendwie gab's die gar nicht. Also das ist scheinbar irgendwie der einzige Gegner, wo es noch so eine richtige... Weißt du, bei Dead Space 1 weiß ich noch, da war ja quasi jeder Kill irgendwie eine Splatter-Orgie, wo man dann noch den Gegner sah, wie er uns kaputt gemacht hat. Irgendwie gefühlt war das jetzt, glaube ich, das erste Mal bei Dead Space 3. Ah, verstehe. Ja, du hast recht. Also früher hat sich das ja... Da hat Tomb Raider ja mittlerweile mehr Sterbearten. Da waren ein paar. Ja. Da waren auf jeden Fall ein paar. Oh, die sind schnell. Auch brutale. Also, das ist echt mein Spruch des Let's Plays, die sind schnell. Da liegst du nicht falsch mit. Da liegst du nicht mit falsch, ey. Aber irgendwann gebe ich dir recht, werden wir das mal im Koop spielen. Und dann werden wir da einfach durchnatzen, ey. Soweit ich gehört habe, wird da ja auch nicht mal angepasst. Wenn man im Koop spielt, sind es genau gleich wie die Gegner. Würde ich sagen, dann machen wir es eine Stufe schwerer. Ja, und dann spielen wir auf dem höchsten. Der Zug wird in Kürze eintreffen. In Kürze? Was ist das? Das ist bei der Deutschen Bahn oder was? In Kürze. Und zumal im Koop auch noch dazu kommt, dass jeder seine eigene Loot hat. Wieso sehe ich hier nichts? So. Ich muss hier blind nachladen, weil im Kampf ist echt wieder Kacke, ey. Ja, da ist auch ein paar Schuss geschissen, ey. Da mach mal, hau rauf, wie du willst. Munition haben wir ja eigentlich. Der Zug ist da! Schön. Nein, dann natürlich muss er noch. Und eine Medipack sicherheitshalber, Uff! Eigentlich hast du recht. Das wär's jetzt gewesen, ey. Das Ding ist, die haben kein Zugticket. Deswegen dürfen die auch nicht rein. Ah. Deswegen sind wir safe. Aber wir fahren noch nicht los. Ich glaube, ich fahre mal besser los, bevor die hier reinkommen. Wollen wir das in der nächsten Folge machen? Ja. Gut. Hast aber gut überstanden, Chris, von mir nochmal den offiziellen Hoffi-Schulterklopfer. Und die offizielle... Gay-Five. Nee, Hoffi ist schwul. Ich bin hetero. Ja, durch und durch. Nein, es ist... Es kommt immer auf die Jahreszeit an. Ich grübel da jetzt über diese Aussage. Ich bin kurz aufgewacht, bevor der Hoffi hergekommen ist. Das war gut. Der erste Satz, den ich vom Stones hatte, ich geh erstmal duschen. Ich hab zu lange gezockt gestern Nacht, ey. Viel zu lang. Viel zu lange. Und um Zocken geht sicherlich auch in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt. Zockertone spielt Dead Space 3. Cool, die Kurve. Recht hat er mal.
Haba. Bis demnächst.